Recht herzlich willkommen zur 7. Folge von Oxygen Not Included. Ja, wir sind immer noch dabei. Der Delfino hatte mir geschrieben, der hat die Kommentare nutzt. Sehr vielen Dank dafür, das freut mich. Und der sagte, ja, mit den verstopften Toiletten fing das übel an, da hat er vollkommen recht. Und ja, da müssen wir jetzt dran arbeiten. Wir müssen gucken, dass das hier endlich wegkommt. Wie viele Tonnen liegen denn hier noch? Sand 130 Kilo, Sandstein 2 Tonnen. 2,5 Tonnen. Boah, 5,3 Tonnen. Alter Schwede. Und die Prio sitzt da wahrscheinlich doch auf 9. Ja, da weiß ich gar nicht, ob wir das alle so schaffen, ne? Wie viel ging da rein? 20 Tonnen, glaube ich, ne? Ja, genau, okay. Das bedeutet, ja, da müsste Platz sein. Aber die sind halt da unten nicht so schnell am Arbeiten. Aber was ich jetzt denke, dass wir auch noch priorisieren sollten, das ist das dreckige Wasser hier, nicht Wasser, das, ja. Hier, dass die da hingepillert haben, ne? Das muss weg. Das bringt alles nichts. Das muss auch höher priorisiert werden. Und da ist, glaube ich, noch einer sogar mehr, aber das müssen wir erstmal so machen. Und dann sollten die das mal entfernen. Und das wollten wir, glaube ich, hier hin machen, ne? Oder? Wo war das? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, da ist Frischwasser und da ist Frischwasser. Das können wir jetzt schon in Anführungsstrichen wegtun. Delfino meinte, das könnte bei wenigen Keimen auch von alleine sich widerlegen. 2730, ja, es geht tatsächlich runter, ne? Wenn wir Glück haben, klappt das. Wie sieht denn das aus mit Keime? Ja, müsste man mal beobachten, ne? Ob das wirklich so ist. Hier unten sind natürlich zwei Stellen. Obwohl, das sind auch nur 2900 und... Ah, die Forschung ist fertig. Verschmutzt es war 2700 Keime. Also so schlimm ist es vielleicht nicht. Vielleicht geht es tatsächlich runter, müssen wir hoffen. Aber das ist ja jetzt erstmal hier wichtig, dass wir das hier erstmal wegkriegen, ne? So, was sagt die Forschung? Wir haben die Apotheke fertig, okay. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Ich lass uns dann weiter forschen und gucken, was wir machen. Ich glaube, wir machen als nächstes die dicke Batterie hier. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, ne? Hier hat auch nicht so viel Eigenverlust, war das. Was haben wir hier noch? Ein Schalter und das letzte eine Kabelbrücke, okay. Und das ist auch der Weg zum Heizen, ne? Krankenstation wäre dann natürlich da noch interessant. Licht haben wir. Das wäre jetzt nicht so wichtig. Nochmal durchgecheckt. Ja, das ist schon ein Punkt, den wir machen sollten. Hier ist natürlich mit Lebensmitteln ganz wichtig, dass das da vorankommt. Aber ich glaube, die Batterie mit der Dingens sagt schon niedrigen Selbstentladung, die ist auch nicht schlecht. So, die machen jetzt auf jeden Fall sauber. Das haben wir schon mal hingekriegt. Das ist hier auch schon gewischt und da oben auch schon gewischt. Das ist, glaube ich, schon mal ein ganz großer Punkt. Weil dann kriegen die keine nassen Füße mehr, die sie hier sowieso schon kriegen, ne? Jetzt ist die Frage, was mit den Keimen, ob das gut oder schlecht ist. 2650. Vielleicht geht's von alleine runter. Die pumpen natürlich hier unten weg, ne? Und vielleicht geht's so. Vielleicht sollten wir aber gucken, dass wir die Pumpe woanders hinsetzen. Ja, die sind jetzt am Pennen, ne, oder? Ja, drei von vieren. Aber wir können hier was leveln. Das sollten wir vielleicht mal gucken. Oh, einiges sogar. Verbesserte Bau oder medizinische Präparation? Ne, machen wir verbesserten Bau. Hier wäre dann Umgang mit Kranken. Ja, okay, das machen wir dann auch, weil das Herzchen da dran ist. Das macht in meinen Augen Sinn. Und hier machen wir super schweres Graben. Das ist auch wichtig. Grillen und Kochen können wir da noch machen. Und hier unten haben wir noch Grillen und Kochen oder verbesserte Stärke aufräumen. Das machen wir natürlich hier unten. So, dann müssen wir da nochmal gerade schauen, dass wir das auch prioritätenmäßig angucken. Aufräumen war ja hier sowieso schon gut. Versorgung, Lagerung können wir hier vielleicht noch machen und Lagerung da auch nochmal. Sonst wäre hier noch Max in der Lage, das zu tun, neben dem Kochen. Machen wir mal so mit Max. Der ist dann aber auch ausgelastet, weil das ja schon hier mit dem Kochen. Vielleicht lassen wir das doch so. Ja, lassen wir besser so.
Doktorfähigkeit haben wir hier ganz hoch. Ja, ich glaube, das können wir erstmal so lassen. Das passt schon. Wie sieht denn das mit dem Zeitplan aus? Die sollten eigentlich gut verteilt sein. Wir haben einen Nachtschichtler. Ja, passt schon. Ja, der Delfino meinte auch, ich sollte noch eine Toilette mehr machen. Ich bin ja der Typ, der sagt, ich mache das mit dem Schichtplan und zwei Toiletten reichen dann, weil die dann auch zu einer anderen Zeit auf die Toilette sollen. Dann passt das schon, ne? Hier ist noch ein Hamsterrad. Wie ist denn die Prio hier überhaupt? Beziehungsweise gucken wir erstmal alles so ein bisschen durch hier. Unser Sauerstoff ist da oben natürlich nur, aber wir produzieren gerade welchen. Das war jetzt der Strom, ist aber auch angeschlossen, das zweite Hamsterrad. Temperatur spielt auch eine Rolle, aber nur hier unten ist es sehr, sehr heiß, oder? 44 Grad, okay, deswegen geht da keiner so gerne hin, oder wie sehe ich das? Ist natürlich dann hier auch zu warm. Was ist hier so? Da muss was sein, oder wie? Und da auch, oder was sehe ich da? Gut, das kriegen wir aber auch noch geklärt. Material, okay. Licht, Strom. Licht ist hier oben nur. Bei den Glühwürmchen. Und da haben wir ja hier schon die Lampe beim Essen und unsere Nahrungsmittel. Wasser haben wir nur hier. Die jetzt aber auch nicht wirklich funktioniert, weil wir das ausgemacht haben, glaube ich. Sauerstoffproduktion läuft da. Und schick ist was anderes, ne? Nur hier oben in dem Bereich. Keime hatten wir geklärt soweit. Kompost ist klar. Und hier unten das Wasser ist sehr verkeimt, während hier unten noch was liegt. Aber so kommen wir doch erstmal klar. Da unten ist noch Schleim, der dann... Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu tief gehen. Und hier haben wir auch noch Schleim. Oh, da war schon ziemlich nah, ne? Da müssen wir aufpassen. Deko? Ne, das waren Lebensmittel, die wir essen können. Ja, sind wir aber erstmal dran. Ne? Und das waren Räumlichkeiten. Haben wir schon welche? Ja, die Latrine ist fertig. Der Schlafraum ist fertig da auch. Gut, das passt dann schon. Okay, dann sind wir da schon mal geklärt. ja. Die Pumpe haben wir ausgemacht, weil wir das da nicht mehr reinfördern wollen. Hier passiert nichts mehr, priomäßig. Weil die was anderes machen. Ja, da kommt jetzt einer. Wenn wir das wegmachen, wird das tiefer? Weiß ich auch nicht. Vielleicht sollten wir hier, ne? Das bringt gerade alle nix. Das bringt gerade alle nix. Jetzt hier nochmal aufgenommen. 390 Kilo noch. Und hier sind immer noch 2,5 und 5 Tonnen. Das wird ewig dauern, bis das da weg ist. Ich glaube, wir können das da eher sogar liegen lassen. Sand und Sandstein. Sand eine Tonne. Hm. Er bringt das da ja hin. Wir haben ja schon jemanden, der das mehr trägt und auch dann besser trägt, ne? War, glaub, sogar Max, ne? Ja, er läuft auch schon wieder hin. Also sind sogar zu zweit, während... ja, das gefällt mir alle nicht, ne? Vielleicht sollten wir jetzt mal gerade überlegen, dass wir da was ändern. Und zwar... Sanitär müssen wir sowieso ändern. Machen wir mal hier. Wie machen wir das mit dem Auslassrohr? Gute Frage, ne? Eigentlich sollten wir es jetzt hier hin machen. Kriegen wir das? Sollten wir kriegen, oder? Bis dahin müsste gehen. Und dann müssen wir das abbauen, zerlegen und auch zerlegen. Wir hatten da so gejubelt. Okay, der erste Berg ist weg, dafür haben wir aber keinen Platz mehr vom Sand her. Das war Filtermaterialsand. Den müssen wir wieder machen. Hier müssen wir noch ein bisschen weiter schaffen. Oh, da ist eine Forschung fertig geworden. Okay. Dann sollten wir da auch gucken, dass wir die Batterie irgendwo hinbekommen. Die können wir ja auch dann gleich hier hinsetzen.
und bauen da noch ein bisschen ab. Okay, da haben wir gerade noch Glück gehabt, dass das wegkommt, aber da oben bauen wir nicht hin. Das muss auch noch weg. So, dann Boden ziehen. Soweit ist schon gut, oder? Ich glaube, das kann dann auch gebaut werden, genau. Und stromtechnisch müssen wir dann noch dran. Mit dem Kabel, ne? Gut. Da geht. Und na, das geht sogar tatsächlich voran. Jetzt sind wir schon mit 200 Kilo an der Sandsteingrenze gekommen, da unten. Okay. So, wenn ich das da reinlasse, ne? Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Felder, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ich glaube, dass 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Das sind 25 Felder. Das würde nicht funktionieren, wenn ich das ablasse nur. Okay, das wird langsam besser hier mit den Keimen, aber auch wirklich nur langsam. Ich glaube, wir pumpen erstmal was da hinten rein. Und dann schauen wir weiter. Das ist schon hier abgebaut. Rohr können wir noch zerlegen. Und hier unten sind wie viele Tonnen? Ah, nur noch 4,2. Das wird weniger. Super. Okay. Toiletten sind sauber, ja. Wie sieht es denn mit unserem Sauerstoff gerade aus? Hier oben geht's. Okay, ja. Können wir erstmal so lassen. Da wird geerntet, das ist auch gut. So. Unerreichbare Baustelle, alles klar. Das bedeutet, wir müssen nochmal hier graben. Priorisieren wir mal gerade. Oh, jetzt haben wir da Prio 9 gemacht, ne? Glaube ich. Nee, gar nicht. Wir haben das so stehen lassen. Okay. Das priorisieren wir mal. Der Rest nicht. Batterie wäre zwar schön, die zu haben, aber muss nicht sofort sein, ne? So, dann können wir das Ende auch machen. Und wenn das fertig ist mit dem Ausguss, dann können wir die Pumpe wieder anschmeißen, ne? 2,5 Tonnen, das ist schon mal gut. Rohr ist fertig. Okay, das ist jetzt der Strom, der da gemacht wird, glaube. Oder auch nicht. 1,8 Tonnen noch. Oh, wir haben Nahrungsmangel. Ah, das ist nicht gut. Die sind aber gerade am Essen, ne? Aber hier sind doch noch mehr Läuse. Ungekühlt. Ja, ein Kühlschrank wäre natürlich auch noch cool, ne? Die räumen natürlich auch gerade schlecht weg, ne? Oder wie ist das? Das ist Kabel, können zerlegt werden. Hier dampft es irgendwie alles so nach nicht sauber, oder? Da ist aber alles soweit gut. Ne, da brauchen wir nichts sauber machen. Alles gut. Jetzt ist Nacht. Wir haben wieder Punkte hier zu verteilen. Ne, Koloniezusammenfassung, okay. Zahl die Rechnung. Okay. Haben wir. Da muss sauber gemacht werden. Hier nicht, ne? Ne. So, da wird der Wasserpumpenanschluss gemacht, glaube ich, oder? Ja, sieht gut aus. Die Nachtschicht arbeitet. Hier ist es nicht mehr ganz so gelb, ne? Ist schon fast weg. Okay, ich glaube, die Keime kriegen wir da raus. Auf Dauer. So, jetzt hier Gebäude aktivieren. Und Prio ist auf 9, okay. Wo ist diejenige, die jetzt gerade da arbeitet? Da oben.
Ja, Strom ist gerade nicht da, ist klar. Was wird jetzt gebaut? Die Kabel für die Dingens ist noch gebaut worden, ne? Wo geht sie jetzt hin? Okay, na, sie geht jetzt schlafen. Weil müde. Aber dafür kommen die anderen ja wieder. Und wir haben hier noch was. Ach so, nee. Was wird denn angezeigt gerade? Nächster Druck, Fertigung, was ist, hier ist doch nichts. Oder? Irgendwas habe ich jetzt falsch verstanden. Nahrungsmangel ist auch klar. Oder keine Forschung mehr. Da. Machen wir erstmal das, oder? Luftsysteme. Elektrolyse. Ja, da müssen wir ganz viel bauen. Aber die Toiletten wären natürlich auch nicht schlecht, ne? Gasfilter. Flüssigkeitsfilter. Das wäre jetzt hier auch nicht schlecht, ne? Ja, müssen wir mal gucken. Wir machen jetzt erst die Stromgeneratoren. Gut, lassen wir so. Aber hier, der... Fertigkeitspunkte verfügbar. Die sind hier, aber ich habe doch gar keine. Oder übersehe ich was? Nein, ne? Sind keine fertig, ist ein Bug. Koloniezusammenfassung ist auch schon geklärt. Okay. Ja. Lange Arbeitswege ist auch klar. Tägliche Berichte. Ich weiß nicht, warum er das anzeigt, aber ist jetzt auch nicht schlimm. Oh, hier ist was Neues liegen geblieben jetzt. Na, dann müssen wir schnell aufräumen. Okay, die Pumpe läuft schon wieder und pumpt das Wasser jetzt darüber. Das ist schon mal gut. Und da haben wir jetzt ein Dach drüber, dass das nicht normal passiert, was wir da schon praktiziert haben, ne? Vielleicht sollten wir hier jetzt noch so einen Stein hinsetzen. Dann kann uns da auch keiner... Also fließt kein Zeug dann da rein, ne? Vielleicht ist das noch besser. So, das ist fertig. Ja... Okay, räumt noch auf, ist alles gut. Hier ist, glaube ich, schmutziges Wasser. Das sollte eigentlich hier unten hin, aber da passiert noch nichts. Lassen wir erstmal so, ne? Jetzt wird das da fertig gemacht, zum Schutze des Wasserbeckens hier. Ja, und wir nehmen jetzt hier das auf, ne? Verwenden das. Ach, lassen wir erstmal so. Wie sieht's mit Essen aus? Nicht so dolle. Essbares, Kochzutaten sind da nicht dran. Nur Essbares ist da dran, ne? Vielleicht machen wir das mal auf 6. Da wird aufgenommen. Das war Alge. Wird jetzt ordentlich weggeräumt, ne? Ein Behälter ist erst hier oben fertig. Müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht noch den einen oder anderen schon mal bauen. Baugenehmigung schon gekriegt und läuft gleich los. Auch gut. Das sind alles Algen. Das ist auch gut so. Aber wir müssen jetzt hier mal die Prio grad ändern. So. Sollen sie mal zuerst da unten fertig machen.
Hier oben ist auch noch was zum Wegräumen. Ja, wir müssen vielleicht noch ein bisschen mehr Essen produzieren. Das heißt... Ah, nee. Was haben wir denn hier noch? Haben wir den zweiten Computer schon? Ja, ne? Ja, haben wir schon. Ja, Waschzuber und sowas haben wir. Veredelung. Brennofen haben wir ja noch. Den Brennofen müssen wir nochmal überlegen. Das ist alles gut soweit. Hier ist der Acker, den machen wir da oben jetzt erstmal hin. So, 1, 2, 3, 4, 5. 7 sind das. 4, 5, 6, das wären dann auch 7. Die Leiter ist dann da falsch, oder? Und der ist hier auch falsch eigentlich. Ja. Komm, zack, den entwurzeln wir jetzt gerade und bauen den um und dann soll das hier anders werden. Weil wir wollen 7-7 haben, ne? Und dazwischen soll dieser Pflanzautomat. Ja, das hat ja schon wieder gut geklappt. Den oberen können wir gleich abbrechen. Läuft. So. Acker zerlegen. Ist dann auch erstmal okay. Und der Rest soll gebaut werden. Das Wasser läuft dann noch rein. Wird schon mal mehr. Und hier ist es auch schon weniger geworden. Das ist auch schon mal gut. Es ist die Frage, ob wir das hier öffnen, damit das da reinläuft, ne? Hier ist auch noch Wasser. Und da ist noch mehr Wasser. Okay, da kommt ein Duplikant an. Dann schauen wir mal. Stärke und nochmal Stärke. Keimresistent ist gut. Blumenduftblase erhöht. Das gefällt mir nicht so sehr. Allergische Reaktion Blumenduft. Der niest dann da so rum. 7 bauen. Luftverbrauch gesenkt. Das ist gut. Kann Doktorfähigkeit Aufträge nicht durchführen. Das wäre auch gut. Das Bauen wäre da nicht schlecht, ne? Der kann so ganz viele Sachen machen. Kupfer, 2 Tonnen. Haben wir noch 3,2 Tonnen. Das ist auch nicht schlecht, ne? Aber wir brauchen mal mehr Unterstützung. Der Turner, der muss mal ins Spiel, glaub. Das mit der Blase, kleine Blase, Blase erhöht, das ist mir zu gefährlich, dass der irgendwo hinpillert. Dann haben wir wieder das Problem, dass das Wasser irgendwo schlecht wird. Wissenschaft erhöht. Ja. Der Koch kann es bauen, das ist jetzt... Nee, ich nehme ihn hier. Zack. Und da ist er. Und der hat auch schon den ersten Forschungspunkt, glaube ich, ne? Zack. Den kriegt er ja mit. Und kann er gleich verbessertes Bauen machen, ne? Läuft. So, das ist fertig. Jetzt müsste man das hier hoch machen, ne? Machen die dann auch gleichzeitig die Leiter weg? Oh, ich glaube, ich sehe schon, das Problem wird daran liegen, dass sie die Leiter wegmachen werden und den Rest aber dann nicht dran kommen. Okay, hier unten wird gebaut. Das ist schon mal gut. Und dann kommt da die Pumpe hin zum Schmutzwasser wegbringen, ne? Das haben wir hier. Wollten wir hier nicht Schmutzwasser machen? Dann muss das hier doch nicht offen. Achso, wir machen das wahrscheinlich auf, damit wir... Genau so ist es. Damit wir das da reinmachen können. Okay. Das Wasser läuft noch. Das wird weniger. Das ist auch gut. Jetzt müsste man dieses hier vielleicht auch mal gucken, dass man das da wegkriegt, ne? Nahrungsmangel, aber es wird immer mehr. Unzureichende Sauerstoffproduktion, das heißt, Prio ist aber hoch. Okay, passiert auch gerade. Dann machen wir die Prio mal auf 6. Die Batterie läuft sogar schon. Alles gut dann. Da unten ist kein Sauerstoff. Ja, ist klar. Und dann setzen wir da unten nochmal sanitär die Pumpe hin zum... Flaschenentleerer.
Und so rum. Ja, sollte funktionieren. Wir müssen nur daneben noch vielleicht graben. Machen wir mal so. Vielleicht klappt das dann. So wie dieser Flaschenentleerer, der da aber Wasser sauberes reinmacht. Okay. So, er arbeitet da unten weiter. Und kann jetzt, hat jetzt Hunger. Super, Nahrungsmangel. Ist aber ein bisschen mehr geworden, ne? Also, wir sind zwar niedrig, aber nicht so ganz so schlimm. Wie sieht es denn mit dem Sauerstoffgrad hier aus? Och, es gibt schlechtere Stellen, ne? So wie hier zum Beispiel. Geht noch. Können wir noch mit leben. Vielleicht sollten wir hier ein bisschen Sauerstoff erhöhen. Kriege ich da auch 150? Ja, ich kann das händisch eingeben. Dann machen wir da mal 150 raus. Dann geht das da besser rein. Und hier steht das bei 0. Dann machen wir doch mal da 50 hin, oder? Geht das dann da auch rein? Lüftungslayout. Da steht jetzt Gasleitung davor. In. Ja, wir haben das gerade erst angemacht, ne? Aber durch kommt da noch nichts. Müssen wir mal schauen. Eigentlich müsste da ja auch was passieren dann, oder? Tut's aber irgendwie nicht. Ach so, vielleicht müssen... Nee, einstellen müssen die das nicht, ne? Ja, eine Filtergeschichte muss da auch noch rein, ne? Und was war denn das Schwarze? War das der Kohlendioxid? Ja. Würde ich jetzt mal sagen, das Schwarze ist Kohlendioxid, ne? Pumpe ist schon wieder leer, es fehlt. Aber Sauerstoff wird ja wohl noch da sein in den Schlafräumen, gehe ich von aus, ne? Obwohl, das war jetzt hier auch schon schwierig. Da müssen wir aufpassen, dass da noch mehr kommt. Auf jeden Fall wird hier getreten, das ist wichtig. Hier unten geht es weiter, er läuft da runter und macht hoffentlich... Ja. Nahrungsmangel ist jetzt 3-4. Wie sieht's denn mit Essen aus? Das wächst aber. Hier könnte besser sein, ne? Aber hier wird auch was wachsen. Das ist ja nicht mehr 95% und 97% ist also fast fertig. Und diese beiden sind ja auch schon relativ weit. Ja, wird werden. Gut, ja, da wird Frischwasser reingelassen. Hier unten sind schon einige Stellen gemacht worden. Müssen wir gucken, da kommt er wieder. Er macht jetzt die Pumpe für den Wasserauslasshahn. Flaschenentleerer, so heißt das Ding. Okay. Kohlendioxid. Er muss wahrscheinlich wieder an der Luft, weil da unten keine Luft ist. Ne, war noch nicht mal sein Problem. Er läuft weiter. So. Gehe ich mal hier auf Prio 7. Wasser wird abgepumpt. Es ist jetzt schwer zu erkennen, dass das hier weniger wird. Naja, aber die Pumpe läuft ja. Also es wird definitiv weniger, ne? Ja, aber wie ich sehe, ist schon wieder die Zeit rum. Die rennt und rennt und rennt. Aber es macht einfach Spaß, das Spiel, muss man einfach sagen.
Ja, Wasser, gucken wir nochmal rein, 2450 Keime, das waren 2600, 2700, also es werden wahrscheinlich definitiv die Keime von alleine weggehen. Da weiß der Delfino jetzt auch Bescheid, dass das so ist. Können wir dann von ausgehen, dass die dann irgendwann auch weg sind, das ist auch gut. Essen gibt's gerade wieder ein bisschen mehr, na, hier oben wachsen sie aber auch, das könnte klappen. Und hier wird tatsächlich auch schon was gemacht. Machen wir gerade noch schnell diese Stelle dahin. Und wenn wir schon noch hier sind, weg. Noch eine Mehlaus dahin. Dann passt das schon, ne? Gut, dann würde ich sagen, gucken wir, dass wir nächstes Mal hier dieses Abwasser hinkriegen. Und ja, wir sind noch lange nicht am Ende, ne? Hier unten ist ja auch schon verschmutztes Wasser, aber hier ist bestimmt irgendwo auch keimtechnisch, ne? Ja, genau. Gut, dann sind wir da soweit erstmal durch. Kümmern uns, wie gesagt, um das verschmutzte Wasser. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls ihr diese Folge gut findet, gebt ihr einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und Kommentare, so wie der Delfino, finde ich super, dass er da mitmacht und da drunter geschrieben hat. Ne? Macht mal ein bisschen mehr Power da rein, dann freut man sich doch ein bisschen mehr, wenn da jemand Kommentare schreibt. Alles klar, würde ich dann sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.